zusammen, herzlich willkommen hier in Weebus World. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Pompom, die große Weltraumrettung. Wir sind in der ersten Welt im letzten Abschnitt beim Endgegner. Und ich bin gespannt, was uns auf dem Piratenkatzenschiff alles so erwartet. So, und dann wollen wir mal reinhüpfen ins Vergnügen. Ah ja, nee, ist klar. Gut. Das erinnert ja auch nur leicht an ein gewisses anderes Spiel. So. Mal gucken, was das bringt. Ja, bringt das was? Ah, schade. Mal sehen, ob ich hier bald mal die Speicherflagge bekomme. Das wäre sehr schön. Eieiei. Ich glaube so. Ja, wunderbar. Das ist schon mal sehr gut gewesen. Okay. Da ist der erste Gegner, der jetzt Reis ausnimmt und wir rennen hinterher. Okay. Wunderbar. Nein! Ach so, die sind unendlich. Okay. Oh, danke.
Okay, noch mit den Dreh nicht raus. So, dann haben wir die Dinger schon mal. Oh. Ja, cool. Junge, Hamster, spring doch nicht daneben. Was so? Okay, das war der erste Stück. Ja, schade, ne? Hier drüben bin ich, Herr Catweasel. Ja, wunderbar, das war der zweite Treffer. Meistens sind es drei für die ersten Gegner. Da war der dritte. Nein, es sind natürlich mehr als drei. Ich kriege es nicht hin. Ja. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Ja, aktuell nur das hier. Oh, wir halten noch ein bisschen auf, da hinten den Vogel. Das Schiff war ganz in Ordnung, hier hinzukommen. Bloß jetzt wird es hier ein bisschen kriminell gerade. Ging immer nach da. So, das werde ich jetzt kaputt machen. So. Nummer 2, ja. Schade. Schade, schade. Jetzt aber. Jawohl. Wir müssen versuchen, da oben zu bleiben.
Leg dich nicht mit Pompom an. Sehr schön. Bootsmann Katerlin ist besiegt und Pompom ist Kapitän Katz unter Schlupf einem Schritt näher gekommen. Sehr, sehr schön. Oschi zählt auf dich. Suche überall in der Galaxie nach ihm. Du schaffst es, Pompom. Natürlich schafft es Pompom. Jawohl. Wird gespeichert. Ja, cool. Hat ein bisschen länger gedauert, den Endboss der ersten Welt zu legen als gedacht. Deshalb geht's beim nächsten Mal dann mit dem nächsten Abschnitt weiter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo, ein Like da und teilt das Video. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch dabei seid. Erstmal, tschüssi.